Alo Cabbar. Cabbar alo. Alonu sikeyim, alonu sikeyim. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&M TV. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Ja, unser heutiges Thema beschäftigt sich hier speziell mal aus der Sicht der Red Pill heraus mit so Ex-Zurück-Strategien, mit den gängigsten Ex-Zurück-Strategien, den gängigsten schlechthin, angeraten von ich nenne sie einfach mal diesen Blue Pill Coaches, diesen Purple Pill Coaches, diesen Ratgebern, sei es aus irgendwelchen Internetforen, sei es Emmanuel Albert, Dominic Borde, sei es etwas, was aus von der Peter Fuss und kommt. Zusammengefasst, positiv kritisiert, wie aber auch oftmals negativ kritisiert und hinterfragt in der Playlist der Reihe 20 hier, wo auch dieses Video hier seinen Platz jetzt finden wird. Ja, wir sind da angeschrieben worden auch. Es war hochinteressant und spannend zu diesem Video, was ich kommentiert habe, hier mit dem Florian Pohl von Love Repair. Und da hat der David Zenoni hier, ich lasse diesen Kommentar mal einblenden, hier reingeschrieben, gutes Video. Wenn Coaches sowas verbreiten, muss denen das Ding doch irgendwann um die Ohren fliegen, oder? Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Es war, wie gesagt, zu finden in dem Video, wo ich hier eine Strategie oder die strategische Vorgehensweise von dem Florian Pohl hier, hänge ich euch auch in die Infobox hier mit rein, hier mal hinterfrage, da mal nachfrage und das einmal aus der Linse der Red Pill ganz einfach einmal hier verdeutliche, was daran so koscher ist und was man damit nicht so anfangen kann. Und in diesem Video möchte ich einmal grundsätzlich auf diese typische Blue Pill Strategie hier eingehen, sei es im Rahmen der Verführung, sei es ganz einfach in puncto Ex zurück. Jetzt schau her. Grundsätzlich, wer mich kennt, kennt mein grundsätzlich. Grundsätzlich ist es so, da gibt es gerade in diesem Bereich Online-Marketing, Internet-Marketing, Marketing einen schönen Spruch, der da lautet, aus der Masse kommt die Klasse. Ja, und was ist denn so dieses gängige System, was man draußen in der Blue Pill Matrix findet? Man ist jetzt hier, man wird immer wieder von Frauen hier abgelehnt, da bekommt man irgendwo in diesen ganzen Pickup-Foren und in diesem ganzen, was ja nicht schlecht ist, auch den Tipp hier bekommt man dann immer mehr hier, doch Frauen anzusprechen und seine Ansprechängste hier mal zu hinterfragen, zu überwinden. Und auch im Bereich Ex zurück, wobei auch hier kann ich schon mal sagen, Frauen ansprechen ist das eine, Frauen anziehen was völlig anderes. Aber das sind so Sachen, die erkläre ich bei uns im Way of Man-Programm dann. Zu Ex zurück ist Folgendes zu sagen, man ist jetzt hier verlassen worden, die Partnerin oder Partner hat Schluss gemacht, man hat selbst Schluss gemacht, wie auch immer, man bereut es und will ganz einfach hier den oder die Ex zurückhaben. Und dann gerät man ganz einfach ins Internet, googelt da mal nach, wegen Liebeskummer, Ex zurück und so. Und dann werden uns hier allerlei Tipps hier angepriesen, angeboten von verschiedenen Beratern. Man kann alles miteinander, diese ganzen E-Books für Ex-Zurück, diese ganzen Ratgeber für Ex-Zurück, diese ganzen Coaching-Videos für Ex-Zurück, man kann sie sehr gut herunterbrechen, im Wesentlichen auf drei Elemente. Als allererstes einmal wird pauschal, so ziemlich von jedem, wie auch in diesem Video, ich blende es hier gerne hier nochmal für euch ein, wie gesagt, ihr findet den Link in der Infobox hier. Und die Weiterleitung, wie auch hier und bei vielen anderen Videos, auch bei diesen Blue Pill oder Purple Pill Coaches, pauschal, völlig verallgemeinert, erst einmal Kontaktsperre wird angeraten. So, und die fällt von Berater zu Berater immer unterschiedlich aus. Totale Kontaktsperre. Der Vorteil an der totalen Kontaktsperre ist erst einmal hier dieser Freeze-Out, dieser Rückzug und hier diese Möglichkeit, durch diese Distanz einmal die Dinge objektiver zu sehen. Brauchen wir gar nicht reden. Da ist aber jetzt nicht zwangsläufig eine totale Kontaktsperre notwendig. Das ist es in vielen Fällen überhaupt nicht. Du kannst eine offene halten, du kannst eine dynamische verwenden, du kannst auch eine, ich habe in vielen Fällen eine Impulskontaktsperre am Laufen, dass man erst einmal die richtige Kontaktsperre hier überhaupt wählt. Da, an diesem Punkt geht es schon einmal los. Der Berater geht durch diese Kontaktsperre, durch diese totale Kontaktsperre, da hast ja du nichts anderes mehr. Da hast ja keinen anderen Bezugspunkt mehr als diesen Berater.
Du fängst dann an, ihm aus der Hand zu fressen, und das ist sehr, sehr schlecht. Weil oftmals machen die, ich will mal sagen, nicht die Betroffenen, ich will mal sagen, diese Opfer von solchen Beratungen Folgendes. Die kreuzen die sich dann so einen Kalendertag hier an, in ihrem Kalender, wo sie dieser Heiligen endlich schreiben dürfen und verbringen die Zeit während dieser Kontaktsperrphase. Und das ist jetzt das zweite, Outer Game. Neuer Frisur, Sport, mit Sport wird sich beschäftigt, mit neuer Frisur, mit neuen Klamotten wird sich hier beschäftigt, wird bei Amazon gesucht, wie blöd. Ah, oder diese eine Lederjacke, die ihr damals so wunderbar gefallen hat, stellt sich dieses erste Zusammentreffen nach der langen Zeit schon wieder vor und so weiter und so fort. Ja, aber man ist nie wirklich mit sich selber beschäftigt und das ist das Problem. Such dir was Neues. Ich habe so viele Videos über all diese Fehlinformationen auf unserem Kanal hier reingehauen. All das, was ich gesagt habe, waren sogar Videotitel. Ihr seid eingeladen, hier den Kanal einmal zu abonnieren, einmal reinzuschauen. Schaut euch da mal um. Schaut euch da mal um und guckt euch mal diese ganzen Beratermythen einmal an und was die wirklich hier mit euch anstellen. Schaut es euch mal an. Auf jeden Fall ist es so. Erstens haben wir gesagt, Kontaktsperre. Zweitens, dieses nur ins Outer Game hier hinein, nur hier drauf achten, was ich mir anziehe, Sport machen, mit Freunden mich hier treffen, sich mit allem Möglichen beschäftigen, nur nicht wirklich mit sich selber. Und dann der dritte verheerende Fehler, ohne eine starke, positive Persönlichkeitsentwicklung, ohne eine gesunde, dieses seelisch aufgeräumte Sein, hier mit dem Ex in den Kontakt zu gehen, ohne Setzen von Status. Ist auch so wichtig, Status setzen, hänge ich euch auch gerne mal hier in die Infobox mit rein. Da, wenn du da jetzt einfach anrufst, hast du ja immer noch den Status von dem Ex oder von der Ex-Freund. Alles, was du sagst, alles, was du tust, ist automatisch hier mit der alten Beziehung und mit der Trennung und deren Ursachen und Wirkungen hier verbunden. Alles, alles. Deshalb alles nichts mit Attraktivitätsaufbau zu tun. Aber genau das ist doch so wichtig. Es steht und fällt doch hier mit der Attraktivität, mit dieser Anziehung steht es doch. Ja. Und wie es bei den meisten Beratungen dann auch dann der Fall ist, es kommt manchmal zum Treffen, manchmal bleibt es bei ein, zwei Telefonaten, so oder so. Was raten dir die meisten Berater dann an, richtig? Dass du dich wieder Wochen und Monate lang in eine Kontaktsperre hier begibst, um dann irgendwann mal noch einmal hier anzudocken. Das bringt dem Berater natürlich sehr viel Geld, weil es erfüllt alle drei Kriterien, dieses System erfüllt alle drei Kriterien einer modernen Unternehmensberatung, möglichst viele Kunden mit möglichst hohen Beiträgen, möglichst lange an dieses Unternehmen zu binden oder eben halt dann an den Berater. Wobei ich keinem unterstelle, dass er das natürlich so mit Absicht macht. Das System ist halt einmal so. Okay? Ich meine, Bankensystem ist auch unfair zu den Leuten, weiß auch jeder. Wir unterstellen aber keiner Bank, dass sie hier die, sage ich mal, ärmeren Kunden benachteiligen, während sie bei reichen Kunden eher niedrige Zinsen ansetzen. Wir unterstellen niemandem was Böses, okay? Nicht, dass ich wieder irgendwelche Post von irgendwelchen Anwälten bekomme. Okay, kommen wir zurück zur Sache. Kommen wir auf David seine Ansprache hier, beziehungsweise seinen Kommentar. Ja, da muss es doch dem Berater voll um die Ohren fliegen. Und da sind wir bei dieser aus der Masse kommt die Klasse-Situation. Grundsätzlich, welches System steht dem gegenüber? Welches System? Indem du das aus der Sicht der Red Pill heraus machst. Indem du als allererstes einmal, da habe ich ja mit dem Marcel Herzog mal hier ein Video hier rausgehauen, das blende ich euch gerne hier einmal ein. Ich hänge es euch dann zum Ende hier dann mit in die, zum Ende hänge ich es euch dann ganz gerne mit dran. Was ist hier? In der Regel sind so Extra-Pläne je nach Fall zu Fall unterschiedlich in 5, 6, 7, 8 Stufen. Ganz einfach eingeteilt. Die gängigsten, das habe ich in diesem Video mit Marcel Herzog, wie gesagt, habe ich das einmal angesprochen, da haben wir 7 Stufen haben wir genommen, da haben wir diese Kontaktsperrgeschichte, dass man hier so in die Defense geht. Also, dann haben wir Persönlichkeitsentwicklung, positive Persönlichkeitsentwicklung, sich mit nichts anderem, außer mal sich mit sich selbst hier auseinandersetzen, wirklich auseinandersetzen. Und nicht nur diese Scheinpersönlichkeitsentwicklung, von dem ich in unserer Trennungsschmerzreihe auch hier wieder in unserem Kanal nachschauen, Playlist einmal durchsehen, wo ich da ganz einfach darüber vieles referiert habe, dass man dann in die Kontaktaufnahme geht, einen Status setzt, dass man hier über dieses gemeinsame, dass man auf Treffen hier arbeitet in der Kommunikation, nicht ewig lange hin und her schreibt, hin und her Texte und hier nicht großartiges Blabla hier macht und dass man ganz einfach dann hier die sexuellen Komponenten hier zum Ende heraus ganz einfach einbaut.
Immer dabei, Red Pill im Auge behält, also hier Mann-Frau-Dynamiken, Frau-Mann-Dynamiken, dass man da immer einen klaren Unterschied hat, was die jeweilige Verführungsmechanik und Verführungsmethodik, die damit hineingeht, dass man das hier im Auge behält, dass man das weiß, diese psychologische Ausbildung hier hat, um mit dem anderen richtig zu agieren und zu interagieren. Ja, das ist der springende Punkt. Jetzt ist es aber alles so anstrengend. Das ist ja Coaching und da muss ich ja mental dafür trainieren, da muss ich ja arbeiten und hier kriege ich ja nur ein E-Book und hier kriege ich ja ein paar Beratungsstunden und dann muss ich ja nur Kontakt sperren und immer wieder Motivation, Durchhalteparolen. Aus der Masse kommt die Klasse. Das System Albert, das funktioniert schon. Das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Wenn natürlich bei 10.000 Leuten reicht es schon völlig aus. Bei 3,99 Telefonkosten die Minute. Zumindest ist es mir das dazugetragen worden bei ihm. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Das reicht dann kohletechnisch schon völlig aus, wenn da nur 10 Leute hängen bleiben und ein Coaching bei dem machen. Das reicht schon. Das reicht schon. Das reicht schon. Und über Monate hinweg diese Kontaktsperre da ganz einfach durchziehen, weil sie es ja so gut in ihren Ohren anhört. Ja, das reicht ja auch deswegen schon, wenn das nur bei 10 Leuten auch klappt. Und bei von 1.000 Leuten klappt es bestimmt bei 10. Bin immer hundertprozentig sicher, weil bei der Menge an Anfragen, bei der Menge an Kundschaft, da sind bestimmt 10% dabei. Oder bei 1000 lass es 0,1% sein. Muss es ja auch. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hier in der Mathematik spricht ja hier schon dafür, dass da welche dabei sind, wo das Attraktivitätslevel beim Verlassenwerden oder während der Trennungsphase oder Kontaktschwellphase immer noch so hoch gegeben ist. Vielleicht, weil sich der Ex ja auch nur gar nicht wirklich weiterentwickelt hat und weiterentwickeln wollte oder ganz einfach innerlich so kaputt ist oder ein Narzisst ist oder sich ganz einfach hier aus der Beziehung, aus der Machtspielchen heraus ganz einfach gelöst hat und selber die Trennung bereut. Ist alles mit drin in der Tüte. Da funktionieren das, was hier der Florian Pohl von Love Repair, Petra Fürst und so weiter, Dominik Borde, Emanuel Albert, was sie da anraten, das klappt dann schon. Das funktioniert dann schon. Aus der Masse kommt die Klasse. Aber erfahrungsgemäß, und da könnt ihr auch Hard to be a Man, Florian Emmert hier fragen, der hat ständig Laufkundschaft von Szenario 2, Emanuel Albert, Leute, die da monatelang in Kontaktsperrphasen gehalten worden sind, die dann die Schnauze voll hatten und die zu ihm und dann zu mir rennen. Ja, hast du. Ich weiß nichts über die Coachings von denen. Ich kommentiere nur deren Videos, die ihr hier in der Playlist der Reihe 20 ganz einfach finden könnt und da mal selber die Möglichkeit mal habt, mal hinterher zu fragen. Aber de facto, um diese Frage ein für alle mal zu beantworten und um hier jetzt mal abschließend auch einen Tipp hier auch rauszugeben und etwas, was ich bisher im Free Content noch nie aufgezeigt habe und eine erleuchtende Wegweisung dazu, ist es ganz einfach so, dass diese Systeme, wie schon erwähnt, nur bei einem gewissen kleinen Teil der Leute funktionieren, bei denen schon genügend Anziehung und Attraktivität noch vorhanden ist. In der großen Masse versagen sie. Ausnahmslos. Das ist auch der Grund, weshalb auch bei mir solche hässlichen Kommentare auf Instagram oder TikTok auftauchen. Ah, Ex zurück, das ist ja alles Humbug, das ist ja alles Betrug, das ist ja alles Lug. Ja klar, weil immer mehr Leuten passiert das, dass sie so einem Berater 10.000 Euro in den Hals reinstecken und kriegen am Ende ihre Ex eben nicht mehr zurück. Und werden ein, zwei Jahre später dann wach und denken sie, Moment einmal, für das, was der da gemacht hat, dass er da so viel Geld verlangt, das ist der absolute Unverschämte. Ja, das ist so. Die Leute wachen erst dann viel zu spät auf. Und das ist die Problematik. Und ja gut, da kann man sich jetzt darüber aufregen oder nicht. Ich werde hier mal einen kleinen Gag hier auch mit einfließen lassen, mit einem Mix aus dem, was ich so tue. Ich habe ja gerade schon erklärt hier, was es da mit in diesem Fall mit Marcel Herzog, dieses Video, diese 7 Stufen angeht. Heute werde ich euch mal präsentieren. Eine Möglichkeit zu einer Kontaktaufnahme mit dem Ex. Das war jahrelang eins der bestgehüteten Geheimnisse im Hause Funke. Heute werde ich das einmal mit euch teilen. Und ich werde euch dann danach noch den Grund nennen, warum ich euch das einmal so präsentiere. Das ist so diese Sache mit dem liegen gebliebenen Auto. Habe ich auch schon gemacht. Wenn man da ein paar Wochen oder Monate lang Kontaktsperre gemacht hat, dass man ganz einfach irgendwo steht, und Kerzenstecker oder sowas, wenn man schnell abzieht, da die Freundin oder Bekannten da anruft, du, pass auf, bist du gerade daheim? Ich bin da eine Straße weiter vor dir, kann ich wohl kurz vorbeikommen, bei meinem Wagen, da stimmt etwas nicht und so weiter und so fort. Und darauf ganz einfach basierend mit diesem liegen gebliebenen Fahrzeug ganz einfach hier einen Anruf da tätigt, indem man ganz einfach Hilfe braucht und der Wagen da in der Nähe ganz einfach stehen geblieben ist. Ja gut, im Coaching habe ich dann ganz genau erklärt, was danach zu tun ist. Und das musst du halt situationsbedingt ein bisschen anfassen hier.
Jetzt ist es natürlich so, dass ich jetzt mal hergegangen bin und dem Florian Pohl, um dessen Video es hier ja auch gegangen ist, hier zu diesem gleichnamigen Video da, was der David da kommentiert hat, und unterstelle jetzt einmal, dass dem Florian Pohl diese Idee gekommen wäre. Und jetzt unterstelle ich einmal, dass unser Yusuf bei Florian Pohl hier Klient ist. Und stellen wir uns mal vor, das ist alles nur Spieltheorie, nur mal Theorie, okay? Jetzt stellen wir uns mal vor, wie Coaching bei so einem Blue-Pill-Berater denn bitte schön aussieht oder was das Ergebnis dann so in humorvoller Art und Weise wäre, wenn wir ein Szenario, was aus meinem Hause kommt, also Kontaktaufnahme durch das eigene liegen gebliebene Fahrzeug, ganz einfach, mit einem mechanischen Fehler, Kurzschlüssel praktisch einmal, den man sehr schnell selber wieder beheben kann, hier da einbaut, mit natürlich den Kontaktsperrtipps und den anderweitigen Tipps von Florian Pohl, wie unser Yusuf hier jetzt hier Kontakt mit der Ex hat, die er jetzt da angerufen hat und die er darum bittet, hier da den Typen doch abzuholen, in Verbindung mit dem Berater da ganz einfach steht, der ihm da währenddessen Tipps gibt, wie er sich da telefonisch zu verhalten hat, okay? Schauen wir es uns doch einmal an. Alo Jabbar. Jabbar alo. Alo nu sikiyim, alo nu sikiyim. Lan sizin göndereceğiniz gam yönetin tamına koyayım. Yolda kaldık. Yok, sıkıntı yok. Tarlalar ekildi, balıklar paketlendi. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan aldın. Param yok, param yok. Modelini sokayım göndereceğiniz gam yönetin. Amına kodumun gam yöneti. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan, aldırın. Tamına koyayım göndereceğiniz kamyonun. Param kalmadı. Yapacağınız işi sikim. Ne var oğlum? Ebeğin hamındayım. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne var? Yok, sıkıntı yok. He? Lan Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikeyim sizi. Kaç model lan bu? Aldır beni burada. Yarım saate kadar gelin bak. Amına kodumun telefonu senin. Amına kodumun. Lan senin Konya yolundayım lan, Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Lan ne mevkisini vereyim, Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin içindeyim amına koyayım. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan, kamyonetinizi yakarım. Hepinizi yakarım. Ja, also so ungefähr kann man sich das Endresultat dann am Ende dann hier vorstellen. Und gesetzt den Fall, dass man dann noch hier oft in die Kontaktaufnahme geht, da wird zum Thema Metessen-Position bei den Mädels und zum Thema Aufmerksamkeitsfalle, sprich die Joker-Konstellation bei den Jungs, da noch etwas nachkommen in dieser Richtung. Da hast du auch Leute, die da Wochen und Monate lang vom Ex oder von der Ex ganz einfach gedatet werden. Da wird sich in gelegentlichen Abständen mal wieder getroffen. Date wird abgesagt, sexuelle Komponenten passen nicht und man wird gnadenlos, wenn man sich schon vorher vermasselt hat, in so eine Friendzone hier hinein katapultiert. Ja, zum Ende des Videos hänge ich jetzt euch hier ein paar Weiterleitungen mit dran. Hoffe, ich konnte hier wieder für ein bisschen Aufklärung hier sorgen. Ich bedanke mich mal hier fürs Zusehen. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch seid. Und in diesem Sinne.